ein Ehrensalut der Schützen, Blasmusik und geistlicher Segen. Mit dem feierlichen Spatenstich wird die Großbaustelle in Stegenwald offiziell eröffnet. Der heutige Spatenstich ist ein Meilenstein. Es ist ein Meilenstein, weil wir in den nächsten 2 Jahren bauen werden und hoffentlich in 2 Jahren dann fertig sind. Und dann werden wir hier Strom für rund 20.000 Haushalte erzeugen. Echten Ökostrom, pure Wasserkraft. Und damit ein weiterer Schritt in Richtung erneuerbare Energiezukunft. Wasserkraft ist eine der tragenden Säulen der erneuerbaren Energieerzeugung. Erneuerbare Stromerzeugung ist ein Rückgrat der Energiewende. Also kann man kurz gefasst sagen, Wasserkraft ist das Rückgrat der Energiewende. Nach vielen Jahren Planung und mehreren Aufschüben sind vor ein paar Monaten die ersten Bagger angerollt. Für den Bau des Kraftwerks muss ein neues Flussbett ausgehoben werden. Der bisherige Verlauf der Salzach wird für Renaturierungs- und Artenschutzmaßnahmen genutzt. Und Sie werden sehen, das Projekt wird nicht nur energiewirtschaftlich gut sein, sondern es wird auch als Erholungsgebiet für die Menschen dienen und auch auf die Natur, auf die Tiere, auf Fauna und Flora wird genau geachtet. Da schauen wir ganz genau drauf. Also das ist ein sehr gutes, ausgereiftes Projekt. Kein Wunder, wenn die Verfahren 11 Jahre gedauert haben. Zu lange, da sind sich Wilfried Haslauer und Vorstandsvorsitzender Michael Bamminger einig. Gehe es in diesem langsamen Tempo bei Genehmigungsverfahren weiter, verschlafe man die Energiewende. Das Greentech-Unternehmen Salzburg AG setzt das Projekt Stegenwald gemeinsam mit dem Verbund um. 100 Millionen Euro werden dafür in die Hand genommen. Es ist eine erprobte Partnerschaft zwischen Salzburg AG und Verbund. 6 Kraftwerke werden bereits gemeinsam betrieben. Das ist ein Gegenwartsmodell, das wir in der Zukunft ausbauen werden. Ich glaube, das Stegenwald wird nicht unser letztes gemeinsames Projekt sein. Wichtig ist die Partnerschaft. Keiner schafft die Energiewende alleine. Wir haben eine ganze Reihe von Maßnahmen, von Projekten in der Pipeline. Da gilt es jetzt ordentlich darüber nachzudenken, welche können wir schnell machen, wie geht der Interessensausgleich zwischen Naturschutz und diesen Projekten, wie machen wir Projekte so, dass sie gute Energieausbeute bringen und gut verträglich sind. Da kommt noch einiges, wir haben viel vor, wir arbeiten daran, dass wir die Energiewende in Salzburg so richtig vorantreiben.